Hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Part Far Cry 5. Warum lesen wir das? An der Holingenhöhle gibt es immer einen Trupp Kultisten, der Wölfe fängt. Sie haben da drin viele gute Ausrüstung. Ich denke, jemand sollte sie mal überraschen und das alles stehen lassen. Stehlen, was? Spukt es. Ach da. Waren wir da nicht drin? Ich. Bliss. Natürlich war ich doch hier drin. Mit Kletterhaken und so, oder? Ja, klar. Hier müssen wir nicht nochmal rein. Peach, ist es denn echt noch schöner als auf Bildern? Gut. Was machen wir denn als nächstes? Karte? Hallo? Reinzoomen ein bisschen. So, das hatten wir. Genau, genau. Peaches Tierpräparat. Ja. Hier Adelaide beim Yachthafen, Schätzchen. Die Peggys überrennen uns. Keine Ahnung, wie lange wir uns diese Hurensöhne vom Hals halten können. Okay. Dann machen wir das doch. Folgen wir dem. Yachthafen. Klingt lustig. Wir müssen die Leute überzeugen, sich zu wehren. Was ist los? Was ist los, Peaches? Hm? Peaches? Sorry, das wollte ich nicht. Ich wollte doch nicht. Sorry, tut mir leid. Komm. Ich habe aus Versehen falsche Taste gedrückt. Ich habe irgendwas gehört. Okay, bin dabei. Ach, vergiss es. Ich wollte meine andere Waffe. Sorry. Einsatzbereit. Wo gehen wir eigentlich hin? Welche Richtung? Oh, in die. Bereit oder nicht? Ich komme jetzt. Okay. Sind welche von uns? Okay. Ja, macht ihr mal. Ja, cool bleiben. Wo seid ihr denn? Wenn man euch braucht. Komm. Help me. Danke. Das wird richtig. Oh, schon wieder. Ich glaube, ich sollte besser hier sterben, oder? Okay, Moment, Moment, Moment. Jetzt ich aber.
Ach, das hilft nichts. Ich bin in eine Gegend reingeraten, die ungesund ist. Ja, besser bin ich gestorben. So. Jetzt können wir wenigstens mit Vorsicht nochmal los. Du kannst, um Antworten zu finden, möge der Pfad die Wahrheit enthüllen. Ach, du kamst. Ja, ja, ich kam. Entdeckungen. Verwende die Entdeckungen, was? Okay. Wollten in die Richtung. Und jetzt ohne gleich zu sterben. Sich zu konzentrieren, so viele. Verdammt! Vielleicht brauchen wir den. Bleib stehen! Wow. Da! Aus den Augen verloren, aber ich höre wieder tolle Musik. Also ey, ich müsste ja tot umfallen, oder? Naja, was soll's. Treibt es echt so weit. Wir müssen uns jetzt wehren. Puma. Der Sieg ist unser. Reden. Die Sekte hat reichlich Ausrüstung in ihrem alten Was? Die Sekte hat reichlich Ausrüstung in ihrem alten Lager am Seeufer gebunkert. Frag nicht wie, aber ich habe ihren Schlüssel versteckt. Deswegen kommen sie jetzt erstmal nicht mehr an ihr Zeug. Du hättest genug Zeit hinzugehen und es dir zu holen. Okay, danke, neues Papa. Mistschaufel. Mietwaggon. Ja, ich bin immer noch im anderen Fieber. Fall in den Kopf! Schön! Ja, ne? Fand ich auch. Steh noch, reißt du mich? Natürlich. Ich war es das wert. Gnade! Oh nein! Willkommen im Bliss. Schon wieder. Ich fass es nicht. Na toll. Dich in unser Haus gelassen, in unser Herz. Vertraue dem Pfad und du findest die Antworten, nach denen du suchst. Heuler. Was bist du denn? Oh je. Alice im Wunderland. Oh Gott. Wo soll ich hin? Was soll ich tun? Ah, wahrscheinlich zu ihr gehen, ha? Huh? Wo seid ihr?
Hirsche. Ihr seid echte Hirsche, ne? Nicht Kaninchen mit Geweih. Selbst die, die gegen uns kämpfen, suchen nach Erlösung. Du bist der Beweis. Wir alle brauchen Führung in solchen Zeiten. Deshalb müssen wir stark sein. Wir müssen wachsam sein. Jetzt siehst du es. Jetzt wirst du es verstehen. Weil die da draußen werden sehen, was wir erschaffen haben im neuen Eden. Die Liebe. Und sie werden kommen. Und sie werden uns das alles abnehmen wollen. Du richtest mich. Du richtest uns. Und was wir getan haben. Die Leute sagen, dass ich verrückt bin. Aber wenn du morgens aufwachst, siehst du dieselben Nachrichten wie ich. Packt dich da nicht derselbe Horror? Das ist unsere Welt? Das? Das ist die Welt, die wir unseren Kindern hinterlassen? Gemeinden werden auseinandergerissen. Mauern werden errichtet, weil die Führer zu machtlos sind, um zu handeln. Weil die Tyrannen zu dumm sind, um uns anzuführen. Ich habe nicht darum gebeten. Ich wurde auserwählt. Sieh, alles nähert sich seinem Ende. Du kannst es fühlen. Ich weiß, du fühlst es. Sieh, die Menschheit ist schwach und verletzlich. Und wir rasen auf unsere Vernichtung zu und niemand ist bereit, irgendetwas dagegen zu unternehmen. Ich kann es sehen. Du kannst es sehen. Und wir sind nicht verrückt. Aber was sollen wir tun? Einfach warten auf das Unvermeidliche? Ich behaupte nicht, dass ich perfekt bin. Aber ich habe gesehen, was kommt und beschlossen zu handeln. Anzuführen. Weil die Gesellschaft zerbrochen ist. Und der einzige Weg nach vorne ist zurück zu dem, wie es früher war. Unschuldig und rein. So sicher und beschützt in unserem Garten. Ich kann dich halten. Freigeschaltet, folge dem Pfad, okay. Ja, was soll man dazu sagen? Damit ich schweigsam erstmal, bevor ich da irgendwas Blödes sage. Ja, auf eine Art hat er recht, wenn man die Nachrichten einschaltet, mein Gott. Aber ich denke, sein Weg ist nicht der richtige, aber welche Religion hat schon den richtigen Weg gemacht? Oder? Jede Religion hat mit Gewalt versucht, den richtigen Weg für jemanden zu zeigen. Oh, oh. Oh je. Gib mir das Adrenalin. Komm schon, komm schon. Oha. Du nicht kämpfen. Komm, jetzt beruhige dich. Keine Bewegung. Du bleibst jetzt liegen, ganz still. Oh. Gut. Grundgütiger, du hast uns eine Scheißangst eingejagt. Hey, Sheriff. Ein paar haben es nicht geschafft, die Jungs sagen... Was ist mit Burke? Grady soll ihn haben, aber... Und wo ist dieser Grady? Ah, Herrgott. Also, du musst dich entspannen, leg dich hin.
Wir reden dann morgen. Jesus. Bist zu schnell aus dem Rausch erwacht. Das Zeug kann dein Gehirn kräftig in den Arsch ficken. Ja. Eigentlich spiegelt der Vater die ganzen Religionen der Welt wider. Denn so hat es jede Religion gemacht, mit Gewalt. Howdy. Das hat sie sicherlich geahnt. Wir haben es hier wirklich nicht gerade leicht. Die Peggys haben ein Riesenlager tief in der Mine des Brightwarden Radon Kurortes angelegt. Gewehre, Munition, Zeug, das wir brauchen. Gefühlt haben wir immer zu wenig Nachschub. Wir sollten uns ihren holen. Okay. Die Cougars haben hier alles gut abgeregelt. Okay. Ich kann es kaum abwarten, meine Waffe zu putzen. Das ist mein Liebstes. Ja, wie gesagt, also jede Religion hat mit Gewalt versucht, das Richtige. Ich hab schon von dir gehört, aber hätte nicht gedacht, dass es dich wirklich gibt. Waren der Meinung, das Richtige zu tun. Und er macht es halt auch. Nur sein Weg, finde ich, geht ja gar nicht. Und deshalb gibt's den zweiten Verfassungszusatz. Man hat nicht mal kurz Ruhe, ein Statement abzugeben hier. Also wie gesagt, wir sind alle nicht unschuldig. Bin mir nicht sicher, wie lange wir hier noch aushalten. Was soll ich nehmen? Ach so, lag da Geld? Ich habe da jetzt nicht drauf geachtet. Du trägst Eulen nach Athen. Ja. Ach, das ist das. Ist das das Labor von dem Doktor, dem wir auch noch da helfen sollen? Halte doch mal die Klappe, ich bin mich am Konzentrieren. So. Na, vergesst, was ich gesagt habe. Aber es ist schon. Ja, es stimmt schon. Notiz des Tierarztes. Der Test mit den Proben von Überfahrenen hat meinen schlimmsten Befürchtungen bestätigt. Eine Psyche kann nicht mehr gesunden, wenn sie dem Wirkstoff zu sehr ausgesetzt wurde. Notiz an mich. Genaue Ergebnisse später noch dokumentieren. Ich muss sicher noch weiter forschen. Ich kann die Angels nicht heilen, aber vielleicht kann ich ihnen anders helfen oder uns. Ich brauche noch mehr Proben des Wirkstoffs und biologisches Material von Betroffenen. Ich muss es versuchen. Sie, so überwältigend die Zahl der täglichen Fälle auch sein mag, es gibt etwas, was ich tun kann. Ich weiß es. Ja, im Drogenrausch sieht die Welt natürlich rosig aus. Das war gute Arbeit im Gefängnis. Mein Großvater hat mir das Schied. Ja, ja, bla bla bla. Bei ihr haben wir noch nicht alles. Bei ihr auch nicht. Bei ihr haben wir schon alles. Aber die würde ich gerne behalten, weil sie halt Veterinärin ist. Gut. Logbuch, nein. Ach, wir haben nur 4 Punkte. Lohnt sich ja nicht. Hätte nie gedacht, dass ich mal auf Menschen schieße. Was ist nur aus der Welt geworden? Und danke für den Tipp. Nein. Bin echt froh, dass Sheriff Whitehorse hier das Sagen hat. Ja, ich auch. Wegen der Angel. Die Klappe mit deiner Ausrüstung. Wen interessiert's? Wär nicht frech. Wir werden jetzt Munition wieder kaufen. Was hab ich denn für ein Kackgewehr? Wo ist mein Gewehr? Automatische Waffen machen alle gleich. Nee! Das sind nicht meine... Können Gefängnismauern Faith fernhalten? Sie ist ein verdammter Geist. Ich muss zum Waffenladen. Die Vorräte werden knapp. Wir müssen sie auffüllen, solange wir noch können. Mann, ich wünschte, ich hätte mir so eine Mähmaschine geholt, als ich die Gelegenheit hatte. Du. Es ist hart hier draußen, aber du erreichst schon etwas. Ja, wegen der Angel.
liegt auf irgendeinem Buchstaben. Ich habe es aber jetzt vergessen. Das Problem ist nur, ich spiele ja mit... Aber trotzdem kann ich die Angel wahrscheinlich damit ausrüsten. Mit Gamepad spiele ich. Ich will meine Waffe wieder haben. Hallo? Geht's noch? Ja, dahin. Ja. Größeres Magazin haben wir. Wir haben alles. Okay. Die können wir uns alle noch nicht leisten. Die sind gesperrt. Wie viel kostet die? Wie viel brauchen wir noch? 7200. Okay. Haben wir was zu verkaufen? Ja, reichlich. Hallo? Verkauft. Gut. Dann, ich möchte die Waffe haben. Kann ich die abmontieren und das dann anbringen? Die hätte ich gerne. 308 alte Flamme. 77734. 65664. Feuerrate, Reichweite, Schaden und Genauigkeit. Wie viel macht unsere jetzt? 65. Ja, ja. Ich nehme die hier. Kaufe mehr Silberbarren. Kaufen. Gekauft. Was? Ich habe kein Geld mehr, ja. Dann lasse ich die erstmal hier und nehme unsere alte Waffe wieder mit. Gut. Sonst haben wir alle Waffen richtig. Die hat einen Schalldämpfer. 53585. Nein, nein. Schrottflinten. Nicht mein Ding. Diese hochqualitative Maschinenpistole wird von den Wachen des Weißen Hauses und des Vatikans benutzt. Oh ja. Ja, seht ihr? Die tragen auch Waffen. Gut, danke, auf Wiedersehen. Geht's hier raus? Ja. Raus. Hey. Danke nochmal für die Hilfe. Jetzt, wo Doc Feeney weg ist, haben wir einen verrückten Wissenschaftler weniger. Das fehlt noch, dass diese Bauern Leute haben, die wissen, was sie tun. Okay. Ach, sie ist da draußen. Warte, ich komme raus. Ich einen Ausgang finde hier. Ach, Munition. Was du machst, mach weiter damit. Meine eigene Munition zu machen, spart mir ein Vermögen. War eine geile Idee. Danke, ich brauche noch Munition. Bin mir nicht sicher, wie lange wir hier noch aushalten. Meine Mom sagte immer, ich würde mal hier enden. Aber das hat sie sicher nicht geahnt. Achso, falsche Tür. Aber da kommen wir gleich raus. Du hast was von ihren Drogen abbekommen. Ja, hab ich. Auf. So. Ja, ja. So.
Peaches. Alles klar, komm. Gut, wieder sind wir hier. Toll. Was? Coffee-Helikopter. Nee, im Moment nicht. Ich habe kein Geld. Bin echt froh, dass Sheriff Whitehorse hier das Sagen hat. Da bist du ja. Nee. Ich wollte jetzt schauen, Karte, bitte. Ach, da sind wir wieder. Moonflower Trailer Park. Da haben wir noch ein Prepper-Versteck. Bewaffneter Flusskonvoi. Ja, da waren wir ja zu Gange mit. Wow, deine Katze hat ein herrliches Fell. Kommt. Am Fluss entlang. Sicher, wie lange wir hier noch aushalten. Nein. Wir sind alles gefangen! Ich sehe die sonst nicht. So. Rück mal vor, ich nehme eine andere Waffe. Was scheiße und stirb! Na toll. Ich gehe da lang. Können wir hier kaufen? Können wir ein Brot kaufen oder so? Was können wir hier kaufen? Kaufen. Give me something. Nein, ich will ein Brot. Ich habe kein Geld. Kein Geld. Mist. Lang, wo du willst. Ich will den Konvoi noch haben. Mist. Sonst stehen doch immer hier so Sachen rum. So kriegen wir die nie. Ich glaube, ich bin zu lange hier, ha? Da, was sind meine müden Augen? Ein Boot. Ich hätte ja gerne einen mit Geschütz. Aha. Kann nicht mehr.
Kommst du? Fahrzeug verlassen und wir nehmen das hier. Moment, den plündere ich auch noch. So viel Zeit muss sein. Einsteigen. Genau. Genau, los geht's. Sie heilt sich selber, okay. Man hört Gerüchte, dass die Sekte tonnenweise Vorräte in die Schwefelhöhle schafft. Keine Ahnung, ob es Waffen oder Drogen sind. Ich weiß nur, dass ihnen der Ort verdammt wichtig ist. Gut. So macht man das. Wer kommt? Gib auf, Arschloch! Okay, gucken wir uns hier um. Ach ja, frohe Weihnachten. Mhm. Zeig, was ihr könnt. Sehr gut. Plündern voll. Gurte. Alte Zeiten und so. Ja. Gibt es hier irgendwas? Plündern voll. Irgendwie. Ja, das wird eine Narbe geben. Ja, ja. Was? Sie lässt mich auch nicht durch. Was für ein süßes Kätzchen. Oh. Nehmen voll. Er ist tot. Gibt es noch irgendwie
was zum Lesen oder so. Informations oder so. Ich liebe sie, weil sie mich hierher gebracht haben. Komm, unser Boot wartet. Harte Zeiten und so. Mhm. Bist du da? Okay. Diese ganze Sache ist so schnell außer Kontrolle geraten. Was stationäre? Dann mal los. Wir holen uns jetzt. Ich habe kein Geld für ein Flugzeug. Ja, machen wir. Auch wenn das wieder ein langer Part wird. Wir machen die fertig jetzt. Ups. Ups, ups. Kommen, um euch zu holen. Ja, wir kommen näher. Was ist das denn für ein Geräusch? Puma Mine, okay. Entdeckt. Mädchen schießt gleich drauf. Jawohl, ja! Noch einen erwischt! Sehr schön. Wir haben es geschafft. Ach ja. Und damit würde ich aber auch sagen, beende den Part. Ja, aber. Ja. Genau. Wir beenden den Part. Nächsten Part. Wo sind wir überhaupt hier? Ah, wir sind noch auf ihrem Gelände. Ich dachte schon, wir würden. Okay. Ja, nächsten Part könnten wir ja hier. Was ist das hier? Könnten wir. Wir sind ja gleich da. Jessup Gewächshäuser machen. Das machen wir auch. Aber erst im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zusehen. Daumen hoch, Kommentar, Tipps und Tricks wie immer. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und wir sehen uns.
Bis dahin. Adios.